Einmal mehr hat die erst 17-Jährige heute ihr immenses Talent gezeigt. Letztes Jahr noch ist sie als Fünfte knapp am Podest vorbeigefahren bei der Heim-WM zu Gromontana. Gibt es mit Silber jetzt das erste Edelmetall der Karriere. Dazu ist sie gerade auch noch die jüngste Fahrerin auf dem Podest. Der Start in die Junioren-WM ist der Wendy Holdener perfekt glückt. Irgendwie check ich es gar noch nicht so richtig. Ich bin froh, dass ich eine geholt habe, weil es sicher ein guter Start war und sicher für mich auch gut war, weil ich praktisch nur die technische Disziplin trainiert habe, dass ich im Speed gleich auch noch vorne dabei kann mitfahren. Silberwendi hat eine enorm starke Teamleistung der Schweizerinnen überstrahlt. Unter der ersten Nacht sind gerade 5 Nachwuchsfahrerinnen aus unserem Land, darunter als 6. auch die Alpnacherin Priska Nufer.